So, hier habe ich euch versprochen, kommt der nächste Anfall. Es ist jetzt 9.10 Uhr. Es ist schon wieder ein Anfall. Seht's euch an, ihr lieben Züchter. So sieht das dann aus, wenn eine Zucht schief geht. Und die Schmerzen, die ich dabei erleide, sind irre. Und bitte sagt nicht, dass der epileptische Hund leidet. Ich weiß, dass meine Tante nichts gemerkt hat. Und auch Sunny, gehe ich von aus, wird nichts merken. Ich werde wohl doch gleich nochmal zur Tierklinik fahren müssen, um nochmal zu gucken, was man machen kann. Jetzt hört der Anfall langsam auf. Das ist zu eurer Information, wie das dann aussieht. Seht's euch an und macht endlich was daran, dass die Tiere und die Halter nicht mehr leiden müssen. Ich sehe es so, dass ich Sunny bald verlassen werde. Sie wird über die Regenbogenbrücke gehen müssen, das ist mir völlig klar. So wie ihre Schwester, so wie ihr Bruder. Aber tut etwas. Tut etwas für die Gesundheit der Hunde. Und dass das Leben der Halter dann auch mit weniger Leid belastet ist. Jetzt ist der Anfall vorbei. Sie wird gleich aufstehen und nichts davon wissen und sich völlig normal bewegen.